Wunderschönen guten Morgen. Ja, zunächst ein Blick auf die Inhalte insgesamt. Wir haben ja schon einiges geschafft, sind im Endspurt begriffen. Heute nochmal das Thema Schweremessung, Gravimetrie. Nächste Woche dann die Magnetik. Und übernächste Woche die auch noch die Magnetik und dann die Zusammenfassung der Vorlesung über und dann zum Schluss die Klausur. Zur Klausur hatten Sie mich letzte Woche gefragt, wie die Anmeldeprozedur ist. Da würde ich, das habe ich noch nicht abschließend geklärt, da würde ich Ihnen eine E-Mail über Ilias schicken. Heute oder morgen, eher übermorgen, ehrlich gesagt. Aber ich versuche es heute noch zu klären, dann schaffe ich es heute vielleicht noch. Morgen bin ich nämlich nicht da. Auf jeden Fall zeitnah. Genau, die ist am 7. Februar. Ja, letzte Woche haben wir die Grundlagen der Gravimetrie besprochen, das Gravitationsgesetz, die ja die Physik im Prinzip komplett beschreibt. Da haben wir eine homogene Kugel betrachtet und die Schwerebeschleunigung davon auch angesehen. Homogene Kugel ist ja auch schon eine erste Näherung an die Erdgestalt. Dann hatten wir noch das Rotationsellipsoid betrachtet, die jetzt eine etwas bessere Näherung ist, also die Erdabplattung am Pol und am Äquator durch die Deformation, durch die Rotation selbst nochmal mit in die Beschreibung einfließt. Das sind so beides mathematische Näherungen. Und die dritte Näherung, das ist die über die Definition des Schwerepotentials. Da gibt es also ein spezielles Schwerepotential, was also mit der mittleren Meeresoberfläche zusammenfällt. Und die Form dieses Schwerepotentials wird Geoid genannt. Das ist also mehr eine physikalische Beschreibung der Erdgestalt. Dazu haben wir uns dann auch verschiedene Karten angesehen. Das wollen wir heute auch noch weiterführen. Aber zunächst nochmal, letztes Mal haben wir Schwerereduktionen noch angesehen, die ja notwendig sind, um letztlich die Messungen auch auswertbar und interpretierbar zu machen. Da muss man also eine Reihe von Faktoren korrigieren, die bekannt sind, nämlich die Fliehkraft durch Erdrotation, Topographie der Erdoberfläche und umgebende Gesteinsschichten. Da hatten wir die entsprechenden Korrekturformeln dazu betrachtet. Die wollen wir heute noch mal ganz kurz wiederholen, einfach so, um dann den Gesamtblick zu haben. Und noch zwei weitere Störeffekte, die wir aus Zeitgründen letztes Mal nicht geschafft haben, noch ergänzen. Das sind Effekte, sozusagen seitliche Schwerewirkung von benachbarten Bergen und Tälern und zeitabhängige Faktoren. Die kann man dann einfach durch eine Basismessung korrigieren. Genau, diese beiden Korrekturen wollen wir noch hinzuführen und dann sogenannte eine schwere Anomalien definieren. Das ist dann eine Anomalie, ist dann die Anwendung dieser Korrekturen auf die Beobachtung. Und da gibt es zwei Arten von Anomalien, die man betrachtet. Das ist die Freiluft- und die Bouguer-Anomalie. Die wollen wir dann erst noch definieren und dann global und regional so ein bisschen diskutieren, was die aussagen. Und dann noch, wie misst man eigentlich die Schwere? Schwere meint eigentlich die schwere Beschleunigung dann. Da gibt es also verschiedenste Arten, das zu messen. Wir diskutieren mehr im Detail drei Arten. Das ist ein Lacoste-Romberg-Gravimeter, was so das Standardmessgerät in Felde ist, so an Land. Dann noch ein supraleitendes Gravimeter, was wir auch hier in unserem Schwarzwald-Observatorium betreiben. Das ist eigentlich das hochgenaueste schwere Messinstrument. Und dann noch die globale Vermessung des Schwerefeldes mit Satelliten, die also in den letzten 10 Jahren deutlicher Erkenntnisgewinn über das Schwerefeld insgesamt gegeben hat, aber auch lokal. Und dann noch 2, 3 Beispiele am Abschluss aus der mehr Mikrogravimetrie aus der oberflächlichen Erkundung. Genau, aber zunächst nochmal die kurze Wiederholung der bisher besprochenen Korrekturen. Hatte ich Ihnen ja schon genannt. Die Effekte, die wir da, wir haben ja Fliehkraft durch Erdrotation, Topographie der Erdoberfläche, umgebende bekannte Gesteinsschichten schon betrachtet. Das können wir nochmal an der Tafel wiederholen und dann ergänze ich die beiden Punkte 4 und 5
seitliche Schwerewirkung von Tälern und Gezeiten, also die zeitabhängigen Effekte. Also nochmal als Wiederholung, die Idee der Schwerekorrekturen, also erstmal die Zusammenfassung. Genau, nochmal die grundlegende Idee war ja, wir wollen die Messungen auf ein Bezugsniveau korrigieren, um die dann auch vergleichbar zu machen. Ich nenne das mal hier Bezugsniveau. Und messen jetzt im Gelände, das also auch Topografie aufweisen kann. Und wir haben also jede Menge benachbarte Massen auch in der Nähe. Das seien mal jetzt unsere Messpunkte. Und die Idee ist sozusagen, die Messung, die wir hier durchführen, zu reduzieren auf für alle Messungen einheitliches Bezugsniveau. Und da ist maßgeblich die Höhe h, die der Messpunkt über dem Bezugsniveau hat. Das Bezugsniveau kann normal 0 sein. Oder es kann auch einfach eine definierte Fläche sein, die man irgendwie im Gelände dann selber definiert, vielleicht der tiefste Punkt der Messung oder so. Genau, letztlich möchte man ja, wenn man dichte Anomalien hat, die Dichte ist ja der entscheidende physikalische Parameter, den man da quantifizieren und abbilden möchte, die eine solche Dichteanomalie unter dem Bezugsniveau möchte man dann herausarbeiten in den Messungen. Und da haben wir ja die ganzen Störeffekte. Der erste Störeffekt, der ist da als Punkt 1 genannt, Fliehkraft durch Erdrotation. Und da hatten wir, glaube ich, 1a genannt, die normalschwere Reduktion. Die korrigiert den Effekt durch das Rotationsellipsoid, also die Schwerewirkung des Ellipsoides selbst und dann noch die Fliehkraft, also den Schwereeinfluss durch die Rotation des Ellipsoiden selbst. Und da gibt es sowas wie eine internationale Schwereformel. Ich stelle jetzt mal die vollständige Vorstellung dar, häufig wird die als Reihenentwicklung in Sinusfunktionen angegeben, aber eigentlich basiert sie auf einer Gleichung, die ich jetzt hier anschreibe. Gamma 0 haben wir das genannt. Und da gehen also einerseits A war der Durchmesser am Äquator, 6378 Kilometer. C war der Radio oder die Halbachse des Ellipsoiden am Pol. Also das ist Äquator. Am Pol. Das geht hier ein. Gamma A Cosinus Quadrat Phi minus C Gamma C Sinus Quadrat Phi durch Wurzel aus. Genau, Gamma A und Gamma C waren die Schwerewirkungen am Pol und am Äquator. Die haben sich also von der mittleren Schwerewirkung einer Kugel etwas unterschieden. Gamma A war 9,78 Meter pro Sekunde Quadrat und Gamma C war irgendwie 9,832 Meter pro Sekunde Quadrat. Das wäre also am Äquator und das am Pol. Am Äquator ist es reduziert durch die Wirkung der Fliehkraft und dass die Entfernung vom Erdmittelpunkt etwas größer ist.
Und am Pol ist es höher, weil es näher sozusagen am Zentrum ist und die Fliehkraft gleich 0 ist. Das sieht man auch, wenn man hier Phi gleich 90 Grad einsetzt für den Pol, kommt da dann 0 raus. Das wäre sozusagen der Effekt durch Fliehkraft und die Schwerewirkung des Ellipsoiden. Dann hatten wir noch die Breitenreduktion angeschaut. Das ist im Prinzip eine Näherung an diese internationale Schwereformel, die man praktischerweise im Feld besser verwendet. Genau das hatten wir Delta Gamma 0 genannt. Da kann man also quasi diese Breitenabhängigkeit hier in eine Distanz in Nord-Süd-Richtung umrechnen. Da hat man so einen Basispunkt, eine Breite, die Breite eines Basispunktes, und von diesem Basispunkt aus misst man die Entfernung in Nord-Süd-Richtung, die wir dann mit Delta Y bezeichnet haben. Delta Y wäre also die Entfernung in Nord-Süd-Richtung in Kilometer, und Phi B wäre die Breite des Basispunktes. Und da hat man dann so einen Gradienten in Delta Y, wenn man das da einsetzt, so und so viel Milligall pro Kilometer. Zweite Gleichung war der Effekt der Topographie der Erdoberfläche. Jetzt kommen wir also zur Korrektur der Höhe. Da gibt es also zwei Wirkungen. Einmal die Höhe selbst. Deswegen wird das Freiluftreduktion genannt, weil man annimmt, dass der Berg aus Luft besteht. Quasi also nur die Höhenwirkung. Da kann man sich die Schwerewirkung als in der Entfernung von einer homogenen Kugel anschauen und ausrechnen, dass die etwa 0,3086 Milligall pro Meter beträgt. Also 0,3086 Milligall pro Meter ist die Abschwächung in der Entfernung von einer homogenen Kugel. Und das wäre dann auch die entsprechende Korrektur. Wenn ich das also mit der Höhe multipliziere, h in Meter, hätte ich eine Schwerewirkung in Milligall. Und die haben wir mit Delta G Freiluft, können wir die bezeichnen. H wäre dann in Meter. Das korrigiert den Höheneffekt, und die Wirkung der Gesteinsplatte, also die Masse, die sich jetzt zwischen Messpunkt und Bezugsniveau befindet, habe mal jetzt die Dichte Rho quer, und die wird durch die Bouguer-Reduktion nochmal korrigiert. Und da nimmt man an, dass diese quasi sich zwischen Bezugspunkt und Höhenpunkt eine zylindrische Platte befindet. Deren Gesteinswirkung kann man analytisch ausrechnen. Und die hängt eben nur von der Mächtigkeit dieser Platte ab. Und die ist 2π mal g mal Gravitationskonstante. Mal Rho quer ist jetzt die Masse dieser Gesteinsplatte, mal Mächtigkeit dieser Platte, in dem Fall also die Höhe. Und das wäre ebenfalls eine Korrektur in Milligall. Genau, das waren die drei. Jetzt kommen wir zur vierten Korrektur, die dort aufgeführt ist. Also Berge und Täler, das nennt man Geländereduktion. Das muss man natürlich nur dann durchführen, wenn man auch Gelände hat, also wenn man Berge oder Täler in der
näheren Umgebung hat. Also bei Meeresmessungen braucht man das nicht zu machen. Und das korrigiert eben ja seitliche Schwerewirkungen durch Massen in der Nähe. Und ja, was man macht, ist, dass man quasi, wenn das mal das Gelände ist, das Gelände aufteilt so in Zylindersektoren, auch mal hier, die einen gewissen Abstand, sage ich mal, von einem Basispunkt haben, R1, R2, R3, und das sind dann wieder entsprechende rotierende Zylinder um einen Basispunkt herum, und die Schwerewirkung eines solchen Zylinders kann man analytisch ausrechnen, so ähnlich wie hier bei der Bouguer-Reduktion hat man auch eine homogene Platte. Hier hat man jetzt rotierende Zylinder, die sich in einer Entfernung R2 und R1 von einem zentralen Punkt, von dem Messpunkt, das ist der Messpunkt, befinden. Und die würden dann eine seitliche Schwerewirkung ausüben. So ein Tal würde eben aus Luft bestehen, wirkt eben seitlich auf diesen Messpunkt. Genau, und diese Schwerewirkung kann man ausrechnen und angeben. Und zwar G-Topografie, also die Schwerewirkung eines solchen Zylinders, wäre G mal Rho mal Ri plus 1, also es kommt gleich, also wir schreiben ja, wir summieren natürlich die Schwerewirkung all dieser Zylinder auf. I Delta Phi, man kann das auch noch in azimutal abhängige Zylinder diskretisieren, wenn also, das ist natürlich so ein Berg nicht komplett rotationssymmetrisch, so diskretisiert man das auch noch in azimutale Sektoren. Genau, und wenn man das hinschreibt, kommt man also auf solch eine Korrekturformel. Die man sich nicht so gut merken kann, deswegen brauchen Sie das auch für die Klausur nicht auswendig zu wissen. Genau. Ja, das ist die schwere Wirkung eines solchen Zylinders in Delta, da fehlt noch das Delta Phi. Also das Delta Phi bedeutet, man teilt das dann quasi in solche Zylindersektoren auf. Hier sei mal so ein Delta Phi und hat dann diese Zylinder hier in einem gewissen azimutalen Sektor aufgeteilt. Hier werden dann die entsprechenden Entfernungen Ri plus 1. Und die Schwerewirkung Delta Phi eines solchen Sektors wäre jetzt eben hier gegeben, und dann summiert man all die Sektoren auf. Deswegen hier nochmal das Delta Phi als Faktor. Okay, das nur zur Vollständigkeit. Und der fünfte Punkt, die Gezeiteneffekte, die ja auch sehr zeitlich variabel sind, Sonne, Mond, Atmosphäre, haben also ganz verschiedene Perioden, Tages-, Jahresperioden. Das geht also praktischerweise über eine Basisstationsmessung. Indem man quasi einen Basispunkt definiert. Mit einer fixen Station, die also kontinuierlich aufzeichnet. Die würde ja quasi diese ganzen zeitabhängigen Effekte registrieren, also alle Variationen, die die Basisstation aufwendet, sind also nicht das Erdsignal, weil man davon ausgeht, die Erde verändert sich jetzt nicht über den Zeitraum, sondern sind auf
äußere zeitabhängige Effekte zurückzuführen, wenn man mal also die Zeit aufträgt über die schwere Wirkung dieser Basisstation GB, hätte das sicherlich irgendwelche zeitabhängigen Veränderungen. Und dieses Delta G, diese zeitabhängigen Veränderungen, kann man dann einfach anwenden auf alle Messungen in der Umgebung. Also wenn ich jetzt hier andere Messpunkte habe, muss ich natürlich hier die Zeit dazu kennen, also den Messzeitpunkt. Und dann kann ich, wenn ich also hier zum Zeitpunkt, sage ich mal, T0 hier an dem Ort gemessen habe, weiß ich, dass die Zeitveränderung gegenüber einem mittleren Wert vielleicht, dass ich diesen Wert dann von diesem Messpunkt abziehen muss. Das wäre also dann der momentane Effekt durch äußere Zeiten. Man geht also davon aus, dass diese zeitabhängigen Effekte im Messgebiet, wenn man so eine Basispunktmessung macht, selbst nicht räumlich auch noch sich verändern. Also das ist sehr praktikabel, das so zu machen. Gut, jetzt haben wir also 5 Effekte korrigiert und man definiert dazu 2 Arten von Anomalien. Die können wir hier vielleicht noch dazu machen. Also wir haben ja gesagt, wir wollen die Anomalie einer Dichteveränderung am Ende betrachten und haben jetzt die ganzen Korrekturen ausführlich besprochen, die man dazu machen muss. Und da gibt es zwei Definitionen von Anomalien. Das erste ist die Freiluftanomalie, die, wie der Name sagt, lediglich sozusagen die Effekte bis auf die Bouguereduktion durchführt. Also alle Effekte bis auf die Bouguereduktion werden korrigiert, also auch Gelände- und zeitabhängige Effekte. Das definieren wir mal hier. Die Delta G nenne ich das jetzt. Delta G Freiluft wäre also die Messung selbst. Dann führe ich die Freiluftreduktion einerseits durch. Das wäre also Delta G FL. Also ich korrigiere den Effekt der Höhe. Dann korrigiere ich die Normalschwere. Damit subsumiere, oder ich kann es vielleicht noch extra hinschreiben, gegebenenfalls auch noch das Delta Gamma 0. Also die Breitenkorrektur mache ich. Und gegebenenfalls, falls ich im Gelände bin, das Delta G Topo. Und Basismessungen ohnehin, weil ich nicht möchte, dass ich zeitabhängige Effekte habe. Das wäre die Freiluftanomalie. Das heißt also, es ist eine Anomalie, die bis auf die Bouguer-Korrektur, also den Effekt der Gesteinsschicht zwischen Bezugsniveau und Messpunkt, den Effekt nicht berücksichtigt, aber alle anderen Effekte schon. Und die sogenannte Bouguer-Anomalie, na, das können wir vielleicht hier noch hinschreiben. Bouguer-Anomalie korrigiert eben auch noch zusätzlich den Effekt. Man kann also sagen, Delta, den Effekt der Bouguer, führt also zusätzlich die Bouguer-Reduktion durch. Das wäre also Freiluftanomalie plus die Korrektur der Wirkung der Gesteinsplatte, also der Masse zwischen Bezugsniveau und Messpunkt. Das nennt man Bouguer-Anomalie, also Freiluftanomalie und die Bouguer-Reduktion zusätzlich angewendet. In der Freiluft
Anomalie werden alle Korrekturen angewendet, bis auf die Bouguer-Reduktion. Warum macht man das, werden wir gleich sehen, weil diese beiden interessanterweise irgendwie gut interpretierbar sind oder die gemeinsame Betrachtung schon etwas über Strukturen im Erdinneren aussagt. Also, das kann man vielleicht hier, können wir vielleicht hier diskutieren. Diese beiden jetzt hier, Freiluftanomalie und Bouguer-Anomalie im Vergleich bei einem Gebirge, was schematisch jetzt hier mal so als Kästchen dargestellt wird. Wir schauen uns gleich auch noch Karten an. Aber nur um die beiden mal miteinander zu vergleichen und deren qualitativen Verlauf zu diskutieren, also eine etwas vereinfachte schematische Darstellung. Und zwar haben wir links ein Gebirge, was isostatisch, sagt man, nicht ausgeglichen ist. Dieses Gebirge hat keine Gebirgswurzel. Über ein isostatisch spricht man von isostatisch nicht ausgeglichen. Es befindet sich nicht im Schwimmgleichgewicht. Im Vergleich dazu rechts hier ein isostatisch ausgeglichenes Gebirge, wie also bei einem Eisberg im Wasser, hat, ja, ich glaube, es ist ein Siebtel oder so, der Berg, also die Höhe über dem Wasser, ist also etwa siebenmal, die Wurzel ist also siebenmal so mächtig bei einem Eisberg. Bei einem Gebirge an Land ist das Verhältnis deutlich geringer, aber es besteht, gibt eben eine Wurzel, eine Gebirgswurzel. Dieses Gebirge ist im Schwimmgleichgewicht, ist also isostatisch ausgeglichen. Und jetzt schauen wir uns mal an, die beiden Anomalien für dieses isostatisch nicht ausgeglichene. Die Bezugsfläche sei jetzt mal hier, diese Linie hier. Das sei das Bezugsniveau. Also es wird diese Höhe hier, diese Ebene hier, befinde sich jetzt genau da, wo ich das zeige. Also reduziert quasi, es wird nur der Effekt der Masse hier korrigiert. Jetzt ist zu erwarten, dass die Bouguer-Anomalie, die korrigiert ja alle Effekte und zeigt am Ende nur die Anomalie durch dichte Veränderungen im Untergrund an. Und wenn wir also mal hier diese Bezugsebene anschauen, dann sehen wir ja keine lateralen Veränderungen der Dichte. Also das Delta G, die Anomalie selbst dargestellt. Es ist also alles korrigiert worden und es gibt also keine Anomalie der Bouguer-Anomalie, weil wir keine Veränderungen der Dichte hier, lateralen Veränderungen der Dichte hier in dem Modell haben. Die Freiluftanomalie zeigt ja jetzt eine positive Korrelation mit der Topographie. Warum? Weil wir in der Freiluftanomalie ja diesen Wert nicht korrigiert haben. Wir haben also den Effekt der Gesteinsmasse zwischen Messpunkt und Bezugsniveau nicht korrigiert und den sieht man jetzt hier. Wir haben also durch die schwere Wirkung der zusätzlich vorhandenen Gesteinsmasse hier haben wir also ein größeres Signal als hier. Das heißt, genau die schwere Wirkung an der Oberkante hier ist einfach durch die Wirkung dieser Gesteinsmasse erhöht und deswegen korreliert die Freiluftanomalie bei einem nicht isostatisch ausgeglichenen Gebirge mit der Topographie, weil eben diese Massen dann nicht korrigiert werden. Da sieht man also, dass die Diskrepanz zwischen Bouguer und Freiluft etwas über das tiefe Erdinnere schon aussagen kann. Wenn also wir hier keine Bouguer-Anomalie haben und eine Freiluftanomalie, die mit der Topographie korreliert, dann ist es ein Indiz dafür, dass also im tiefen Erdinneren da keine Entsprechung der Topographie ist, also das Gebirge nicht isostatisch ausgeglichen ist. Wenn es isostatisch ausgeglichen ist, wie auf der rechten Seite, und das sei das Bezugsniveau hier, dann zeigt natürlich die Bouguer-Anomalie die schwere Wirkung dieser Gebirgswurzel, und zwar als Minimum, weil
die Dichte Rho1 in der Regel kleiner ist als die Dichte des umgebenden Materials. Die Dichte nimmt in der Regel in der Erde mit der Tiefe zu. Es könnten also Kristalle, Gesteine sein, die sich im Mantel befinden. Und der Mantel hat höhere Dichten als die Kruste. Also diese geringere Dichte führt dann zu einer geringeren Massenanziehung und zu einem Minimum in der Bouguer-Anomalie, die ja quasi hier die schwere Wirkung von Massen unterhalb des Bezugsniveaus angibt. Die Freiluftanomalie macht erstmal das Gleiche wie hier, springt also hoch, weil eben die schwere Wirkung dieser zusätzlichen Massen da ist, die ist ja nicht korrigiert, und sieht dann aber auch sozusagen die Messungen selbst sehen ja auch die schwere Wirkung dieser Gebirgswurzel hier und hat dann hier auch quasi ein lokales Minimum, wie auch die Bouguer-Anomalie selbst durch die schwere Wirkung dieser tiefen Gebirgswurzel hier. Ist also ein bisschen ja, stark nicht lineares Verhalten, also an den Rändern des Gebirges ein starker Anstieg und dann auch ein Minimum wie auch die Bouguer-Anomalie. Das so ein Verhalten spricht eher für ein Gebirge, was also eine stark gute Gebirgswurzel hat. Vor allen Dingen diese negative Bouguer-Anomalie zeigt eben, dass im tiefen Erdinneren geringe Dichten vorherrschen. Genau, da können wir uns jetzt mal ein paar Karten dazu anschauen. Und diese Karten, ein paar Worte dazu, sind also globale Schwerekarten, wie hier dargestellt. Die sind also aus Satellitenmessungen gewonnen worden. Da gehe ich gleich noch etwas weiter darauf ein, wie solche Messungen durchgeführt werden mit Satelliten. Jedenfalls kann man das globale Schwerefeld damit über Kugelfunktionsentwicklungen berechnen. Man hat also Beobachtungen aus Satelliten und auch aus Landmessungen kombiniert und daran eine Kugelfunktionsentwicklung sozusagen angenähert. Das steht auch hier bis sehr hohe Ordnungen, Grad 2190 und Ordnung auch 2150. Das ist also 2008 publiziert worden. Und so kann man über diese Kugelfunktionsentwicklungen dann auch sozusagen eine Extrapolation global durchführen. Und diese Anpassung ins Weltweit war, habe ich glaube ich hier aufgeschrieben, ja, betrug 170 Mikrometer pro Sekunde Quadrat. Das ist also die Abweichung dieser Kugelfunktionsentwicklung von den gemessenen Werten von Satelliten und Landdaten global gemittelt. Genau, auf diese Art kann man also durch die Anpassung von Kugelfunktionsentwicklungen sehr hoher Ordnung, kann man dann global die Schwerebeschleunigung ausrechnen und auch durch, wenn man die Topografie eben einbezieht, quasi so eine Art Freiluftanomalie dann berechnen. Und die zeigt, wie man aus dem Vorhergehenden gesehen hat, hier diese Freiluftanomalie korreliert ja in jedem Fall, selbst wenn es isostatisch ausgeglichen ist, stark mit der Topografie. Und das sieht man eigentlich auch hier, die Gebirge, hier die Anden, werden also sehr scharf in der Freiluftanomalie abgebildet. Und interessanterweise auch die mittelozeanischen Rücken und Gebirge sozusagen unter dem Meer durch die zusätzlich vorhandene Masse werden eigentlich auch sehr schön in der globalen Freiluftanomalie hier abgebildet. Das Negative hier, diese negativen Anomalien sind Sedimentbecken in den Kontinenten, die eben geringere Massen haben als das umgebende Gestein. Also, aber jedenfalls sehen wir stark die Topografie der Erde auch in der Freiluftanomalie, wie wir ja gerade diskutiert haben. Genau, auch wenn man das ein bisschen lokaler reinzoomt für Europa, sehen wir zum Beispiel hier bei den
beim Schwarzwald und den Vogesen positive Freiluftanomalien, was schon mal darauf hindeuten kann zumindest, dass sie isostatisch nicht ausgeglichen sind. Die Alpen sehen wir eine Freiluftanomalie, aber auch hier in den Karpaten, dort sehen wir auch eine Pyrenäen. Also die Gebirge zeichnen sich auch durch ausgeprägte Anomalien in der Freiluft aus, aber sie korreliert hauptsächlich eben mit der Topographie. Im tieferen Erdinneren ist eigentlich die Bouguer-Anomalie deutlich aussagekräftiger, weil sie ja unter dem Bezugsniveau eben alles oberhalb korrigiert und auch alle anderen Effekte korrigiert und quasi die eigentliche Interpretation über dichte Veränderungen unterhalb des Bezugsniveaus zulässt. Und das hat man auch mal aus den Schwerdaten, Satellitendaten und Landdaten über diese Kugelfunktionsentwicklungen hier dargestellt. Ja, da sieht man erstmal schön eine ausgeprägte Anomalie im Himalaya hier, die sehr prominent ist. Die deutet darauf hin, dass der Himalaya eben eine tiefe Gebirgswurzel hat und man sagt, der Himalaya ist also schwimmt sozusagen und ist also isostatisch ausgeglichen. Da gibt es also keine Bewegungen mehr, Höhenveränderungen dadurch, dass da Auftriebskräfte wirken. Der schwimmt also im Gleichgewicht. Was haben wir noch hier? Die Anden, auch eine ausgeprägte Anomalie, haben also auch eine ausgeprägte Gebirgswurzel, die Rocky Mountains ebenso. Was man noch ausgeprägt sieht hier, ist in der Antarktis ein Minimum durch die Eisauflast. Ist also quasi, sind die Sedimente runtergedrückt worden und sind also Sedimente mit geringerer Dichte einfach in die Tiefe und unterscheiden sich jetzt von der Umgebung durch geringere Dichten in gleicher Tiefe, sodass man da also quasi eine geringere oder eine ja, geringere schwere Beschleunigung misst, also ein Minimum in der Bouguer-Anomalie. Das gleiche hier ausgeprägt in Grönland, auch dort Eis drückt Massen mit geringerer Dichte runter und dann wirkt das also als geringere, wirkt dort eine geringere Schwerbeschleunigung. Eis selbst hat ja auch eine relativ geringe Dichte im Vergleich zu Gestein. Das kann man vielleicht aus dieser globalen Bouguer-Anomalie so auf dem ersten Blick sehen. Europa nochmal im Detail. Auch da sieht man genau die Alpen. Schon auch eine ausgeprägte Gebirgswurzel als negative Anomalie zu sehen. Die Karpaten hier, die Pyrenäen. Auch noch ein paar andere. Naja, das sind so die ausgeprägten hier. Interessant hier, Mitteldeutschland ist in der Bouguer-Karte jetzt nicht so ausgeprägt. Das heißt, Fennoskandien steht hier noch. Genau, das ist noch ebenfalls durch die Eisauflast der letzten Eiszeit ist also Fennoskandien auch runtergedrückt worden und befindet sich ja noch im isostatischen Prozess der Aufhebung, aber die mittlere Dichte im Vergleich zum Rest von Europa sozusagen unter dem Bezugsniveau gemessen, ist geringer und dadurch auch die Schwerewirkung unterhalb dieses Bezugsniveaus dann geringer. Also das deutet eben das Abschmelzen oder ja, die Wirkung der Gletscher in der letzten Eiszeit an. Und dieser Prozess der Aufhebung ist noch nicht abgeschlossen. Ja, das liegt daran, dass in den Ozeanen die Kruste deutlich dünner ist. Also unter den Konten, also die Grenze zwischen Kruste und Mantel liegt unter den Kontinenten so 20 bis 40 Kilometer tief. Und in den Ozeanen ist die Kruste deutlich dünner. Das heißt 10, 15 Kilometer nur und dann kommt schon der Mantel mit höherer Dichte. Also sozusagen der Mantel mit hoher Dichte ist
liegt höher als unter den Kontinenten. Also wenn Sie die Mantel im Ozean zeichnen, dann sinkt also dieser starke Dichtekontrast zwischen Kruste und Mantel unter den Kontinenten ab. Und dadurch, dass wir sozusagen oberflächlich eine höhere Dichte haben im Mantel, näher am Bezugsniveau, ist also die Bouguer-Anomalie positiv unter den Ozeanen. Einfach durch die dünnere Mächtigkeit der Kruste. Genau, das hängt also mit der Bildung der Meere zusammen, die an ozeanischen Rücken gebildet werden und die auch einfach viel jünger sind. Die Kruste ist dort sehr viel jünger als unter den Kontinenten. Richtig, das ist ein guter Aspekt, den man ganz deutlich ja auch hier in den Karten sieht. Was sehen wir? Ja, sehen wir noch etwas? Vielleicht noch lokaler Blick mehr auf Deutschland. Diese Karte ist allerdings jetzt nicht aus Satellitenbeobachtungen gewonnen worden, sondern aus Landmessungen. Wir sehen hier in den Alpen eine negative Anomalie, die wir auch ja hier schon gesehen haben. Man kann die jetzt hier etwas genauer quantifizieren. Sie beträgt also etwa 800 Mikrometer pro Sekunde. Alpen haben also eine ausgeprägte Gebirgswurzel. Was wir jetzt in der Bouguer-Anomalie nicht sehen, ist eigentlich der Schwarzwald, ist gar nicht deutlich zu erkennen. Was bedeutet, dass der Schwarzwald keine ausgeprägte Gebirgswurzel hat, also nicht isostatisch ausgeglichen ist. Der Harz ist auch bekannt dafür, dass er quasi wie so ein Gebirge oben wirkt, aber keine eigentliche Wurzel hat. Das sieht man durch das Fehlen einer Bouguer-Anomalie, aber in der Freiluftanomalie wären dann die beiden deutlich beobachtbar. Also keine Signatur von Harz und Schwarzwald. Aber wir sehen hier den Oberrheingraben und auch die Niederrheinische Bucht. Dadurch, dass da ja in größeren Tiefen so eine Art Spreading-Zone ist und Materialien mit geringeren Dichten auch in größeren Tiefen vorherrschen, hier im Oberrheingraben. Und wenn man genau hinsieht, ich weiß nicht, ob das können Sie wahrscheinlich nicht sehen, aber in der PDF-Datei, hier gibt es noch so lokale Anomalien, die durch vulkanische Intrusionen entstanden sind. Oder auch Salzkörper im norddeutschen Raum, die auch negative Anomalien der Bouguer-Schwere hervorrufen. Also da erkennt man dann eben dichte Anomalien auch im Norddeutschland durch vulkanische Intrusionen oder Salz. Genau, das ist ganz interessant, was auch so das Potenzial der Satellitenmessungen, die man heute machen kann, darstellt. Und zwar ist dies eine Karte der Schwerebeschleunigung, der Differenz vor und nach dem Sumatra-Beben 2014, was also steht in der Unterschrift, Ende 2014 eben um Weihnachten herum stattgefunden hat mit einer sehr großen Magnitude von etwa 9. Und dort wurden ja sehr viel Massen bewegt, die Bruchfläche war sehr groß und es fand also eine große tektonische Verschiebung über einige hunderte von Quadratkilometern statt. Und das ist die Veränderung der Schwerebeschleunigung vor und nach dem Erdbeben, wie man es aus Satellitenbeobachtungen gewonnen hat. Und die ist schon signifikant hier durch die Veränderung der tektonischen Verschiebung durch das Erdbeben selbst, also aus Satellitenbeobachtungen. Man kann nun diese Verschiebungen selbst auch aus seismologischen Beobachtungen rekonstruieren, indem man die Erdbebensignatur weltweit analysiert und dann quasi den Bruchprozess nachbildet und dann versucht, aus seismologischen Registrierungen diesen Bruch zu rekonstruieren. Das hat man natürlich auch gemacht. Und dann kann man die Schwerewirkung einer solchen Verschiebung quasi berechnen, modellieren. Und das ist dabei rechts herausgekommen. Das heißt, das Modell
das tektonische Modell aus seismologischen Beobachtungen und die entsprechende Schwerewirkung rechts dargestellt, stimmt ganz schön, zumindest qualitativ, mit der Beobachtung von Satelliten überein, sodass also auch diese Satellitenmessungen sehr kleine, in Anführungsstrichen, großes Beben, aber tektonische Verschiebungen, die Schwerewirkung durch tektonische Verschiebungen da rekonstruieren können. Immerhin, also es ist eine sehr, sehr gute Auflösung. Gut, dann haben wir noch Zeit, um uns mit der Messung der Schwere selbst zu beschäftigen. Da kann man also verschiedenste Arten von Schweremessungen durchführen. Ich habe jetzt hier mal zunächst aufgeführt, welche so aus der Physik, also aus der grundlegenden Physik, einen vielleicht in den Kopf kommen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen absoluten Messungen, das heißt, man quantifiziert das G absolut, diese 9,81 im globalen Mittel, also lokal, oder zwischen relativen Messungen, das heißt, ich messe nur schwere Veränderungen über ein Profil. Das ist eigentlich die häufige, gängige Messmethode, weil ich ja nur an quasi Detektion von Anomalien interessiert bin meistens und nicht so sehr an absoluten Messungen, aber manchmal eben auch an solchen absoluten Messungen. Genau, die absoluten Messungen sind in der Regel von der Genauigkeit geringer als solche Relativmessungen. Naja, was haben wir für Möglichkeiten? Ich weiß nicht, ob Sie so ein Experiment schon mal durchgeführt haben. Ich habe das damals in meinem Studium, da hatten wir also ein Treppenhaus, 4 Stockwerke und in dem Treppenhaus hing ein Pendel. Haben Sie das Buch von Umberto Eco, das Vaucouleschen Pendel, mal gelesen? Auch ein sehr langes Pendel, was also schwingt. Und man kann die Schwingperiode eines solchen Pendels, eines solchen mathematischen Pendels ausrechnen. Das ist eben 2 Pi Wurzel aus Länge des Pendels durch die Schwerebeschleunigung selbst. Und das kann man eben durch Messungen der Schwingperiode, also einmal hin und zurück wäre also die Periode, dann kann man das G relativ, ich glaube nicht so besonders genau, aber man kann es berechnen. Was durchaus in einigen Gravimetern durchgeführt ist, ist so die Freifallmethode. Wenn man also von einem hohen quasi die Fallzeit misst eines Massepunktes über eine Höhe h, kann man auch das unter Vernachlässigung von Widerstand und Reibung durch diese Gleichung ausdrücken und man kann dann auch g berechnen. Sicherlich über eine möglichst kurze Distanz, damit die Fehler gering sind. Das wären 2 Arten, um die absolute Schwere zu messen. Relativ schwere Messungen haben im Prinzip oder meistens das Prinzip einer Feder verwenden sie. Also die Auslenkung einer Feder nach dem Hooke'schen Gesetz, was also eine lineare Annahme macht, ist also, dass die Gravitationskraft oder die Rückstellkraft der Feder muss dann gleich der Schwerewirkung der Masse sein. Die Schwerewirkung der Masse ist m mal g und die entsprechende Rückstellkraft der Feder wäre Federkonstante mal Länge der Feder, k mal l, und die sind, wenn die Kugel ruht, im Gleichgewicht, sodass man das dann eben gleichsetzen kann. K wäre dann die Federkonstante. Und wenn ich jetzt mit dieser Feder quasi mich bewege an verschiedenen Messpunkten und das G variiert, dann kann ich ja über die Längenänderungen dieser Feder auch meine Veränderung der Schwerebeschleunigung kartieren. Und zwar gilt dann eben diese Gleichung: eine Veränderung der Schwerebeschleunigung hätte eine entsprechende Veränderung der Länge der Feder
zur Folge, sodass man eben aus der Federlängenänderung, wenn Masse und Federkonstante konstant sind, bekannt sind, die Veränderung der Schwere ausrechnen kann. Genau dieses Prinzip wird meistens verwendet, das Federprinzip. Allerdings führt man da noch eine Genauigkeitssteigerung oder Steigerung der Empfindlichkeit durch, indem man diese Feder nun schräg aufhängt an so einem Waagebalken. Das ist also sozusagen ein Prinzip, was von Lacoste und Romberg also erfunden wurde, und die entsprechenden Gravimeter heißen dann Lacoste-Romberg-Gravimeter. Also die Feder wird seitlich aufgehängt, wir haben so einen Hebelarm, eine Masse unterhalb des Gerätes würde jetzt zum Beispiel zu einer Auslenkung nach unten führen. Dann haben wir hier einen Spiegel und ein Okular, und da müssten wir also quasi hier eine Kraft aufwenden, um jetzt diese Feder oder den Balken wieder in die horizontale Position zu bekommen. Das kann man also mechanisch durch so ein Okular realisieren. Und diese Rückstellbewegung, die man hier durchführen muss, also quasi rein mechanisch, kann man dann umrechnen in eine Schwerewirkung Delta G durch Eichung des entsprechenden Gerätes. Jedenfalls kann man die Empfindlichkeit, dadurch, dass man diese Feder schräg aufhängt, deutlich gegenüber einer vertikal aufgehängten Feder steigern. Genau, hier nochmal im Prinzip, das war mehr so das Grundprinzip. Hier auch nochmal mechanisch, dass man also eben diesen Hebelarm wieder in die Nulllage bekommt, indem man eben da ja hier diesen Punkt hier dann entsprechend justiert. Das sind noch mechanische Lacoste-Romberg-Gravimeter. Heutzutage wird also diese Horizontierung des horizontalen Balkens oder die Rückpositionierung dieser Nulllängenfeder elektronisch durchgeführt. Aber das Messprinzip ist im Prinzip ja das gleiche. Und man kommt da heute auf Genauigkeiten zwischen 10 hoch minus 7 und 10 hoch minus 8 Meter pro Sekunde Quadrat, was also schon für Feldmessungen jedenfalls und solche Messungen relativ also gut genug ist. Das ist also so ein Messprinzip, was so ein gängiges Feldgravimeter häufig verwendet, Lacoste-Romberg-Gravimeter. Gehen wir mal zu einem sehr hochpräzisen Instrument. Als nächstes, das ist ein supraleitendes Gravimeter, die also vor 10 Jahren oder so weltweit häufiger aufgestellt wurden, insbesondere im Schwarzwald-Observatorium, im sogenannten Black Forest Observatory, was also zum KIT dazugehört und zur Universität Stuttgart dazugehört. Genau, das befindet sich hier im südlichen Schwarzwald bei Freudenstein, genau genommen in Schiltach. Und dort werden also zahlreiche hochempfindliche Messungen durchgeführt, geodätische, geophysikalische Messungen. Also da hat man also einen Stollen, ein Laborhaus am Eingang eines Stollens und dann ein Stollensystem, also das ist ein ehemaliges Bergwerk mit Druckschleusen, die Messgeräte von Druckschwankungen zu sondieren und die gering zu halten, sind also Seismometer, auch ein Lacoste-Romberg-Gravimeter, Dehnungsmesser, was haben wir noch, Schlauchwaage. Hier das supraleitende Gravimeter in dem Stollen hier. Genau, vor allen Dingen eben solche Geräte, hier steht es, Beschleunigung, Neigung, Deformation, messen insbesondere eben auch die schwere Beschleunigung, Flaxgate, Magnetometer haben wir noch, GPS-Gerät, Luftdruck wird auch nochmal gemessen. Also ist im Prinzip die Deformation und Schwerewirkung und Magnetfeld der Erde wird dort in dem Stollen hochpräzise aufgezeichnet.
Dadurch, dass sich das in diesem Stollen befindet, ist also die Druck- und Temperaturschwankungen gering und also die Messungen sind weltweit sehr angesehen, insbesondere bei sehr geringen Perioden. Es werden also auch zeitabhängige Effekte gemessen. Ist es also eine der ruhigsten Stationen weltweit. Insbesondere genau seit 2010 befindet sich dort ein supraleitendes Gravimeter, sogenanntes SG056. Ist hier ein Foto dargestellt. Bei so einem supraleitenden Gravimeter ersetzt jetzt ein Magnetfeld quasi die stabilisierende Wirkung dieser Feder. Das heißt, wir haben da so eine Kugel, in dem Fall sind es sogar zwei Kugeln, die sich in einem Magnetfeld befinden. Und dieses Magnetfeld wird durch ein supraleitendes Spulensystem erzeugt, sodass dieses Magnetfeld sehr konstant ist und quasi sehr eine hohe Langzeitstabilität aufweist. Die Supraleitung wird eben bei sehr geringen Temperaturen erzielt, um wenige Kelvin, sodass, wenn man einmal einen Strom induziert, der einfach konstant mehr weiterfließen kann. Allerdings ist eben das Problem, diese niedrigen Temperaturen zu erhalten. Da fließt dann sehr viel Energie hinein und sehr viel Technologie. Genau, das sind in dem Fall zwei Kugeln, beide, glaube ich, bestehen aus Niob. Die eine ist größer und die andere etwas kleiner. So, also das ist das Messprinzip. Also hier haben wir jetzt mal so ein Bild, ein schematisches Bild, ein Schnitt durch so ein supraleitendes Gravimeter. Hier ist also eine Kugel mit Spulen. Das Ganze befindet sich also im sehr kühlen Zustand, eben wenige Kelvin. Und wir haben Supraleitung in diesen Spulen. Die erzeugen ein Magnetfeld, was also diese Spule jetzt im Gleichgewicht hält. Und wenn wir jetzt geringe schwere Veränderungen haben, wird ja diese Kugel sich leicht bewegen durch die äußere Schwerewirkung. Das wird jetzt durch so ein Feedback-System kompensiert. Das heißt, es gibt eine zweite Spule, die quasi diese Bewegung der Spule, der Kugel dann zurückführt auf ein konstantes Niveau und die Spannung, die an dieser Feedback-Spule jetzt abfällt, also die Korrekturspannung quasi, die ist das eigentliche Messsignal und die kann man dann umrechnen in geringfügige schwere Beschleunigungen, die auf diese Kugel gewirkt haben müssen, um sie eben dann in die ursprüngliche Position zurückführen zu können. Also technologisch sehr anspruchsvoll. Und die Temperaturen zu erzeugen und das Ganze extrem anspruchsvoll. Lohnt sich aber, die Genauigkeit ist extrem gering, also 0,1 mal 10 hoch minus 9 Meter pro Sekunde Quadrat, also 0,1 Nanometer pro Sekunde Quadrat, also 2 bis 3 Größenordnungen genauer als das Lacoste-Romberg-Gravimeter, was wir gerade gesehen haben und vor allen Dingen, also sehr hohe Genauigkeit, aber vor allen Dingen auch hohe Langzeitstabilität, dadurch, dass das Ganze sehr gut abgeschirmt ist durch äußeres Magnetfeld und auch Temperaturschwankungen ja quasi keine vorherrschen, alles muss eben bei wenige Kelvin stattfinden, hat das Gerät eine hohe Langzeitstabilität über Jahre hinweg, das heißt, wie Veränderungen, die man erwartet, liegen also im Bereich 100 Nanometer pro Sekunde Quadrat pro Jahr, nennt man Gang des Gerätes, was also sehr gering ist, sodass man auch mit dem Gerät schwere Veränderungen über Jahre hinweg aufzeichnen kann. Die durchaus interessant sind, genau, warum? Zum Beispiel Gezeiten der festen Erde haben also teilweise eben, ja, die sind allerdings mehr im Tagesveränderungen, aber die hochgenaue Messung, Erfassung dieser Gezeiten ist eben von Interesse, um so die elastische Antwort der Erde als Ganzes besser zu verstehen. Da läuft auch gerade ein Forschungsprojekt da am BFO dazu. Erfassung von schweren Änderungen infolge der Polbewegung,
induzierte Eigenschwingung der Erde führt auch zu schweren Veränderungen. Also man kann so ein Gravimeter auch als Seismometer auffassen. Denn wenn das Gravimeter, haben wir ja gerade hier gesehen, geringfügig in Schwingungen gibt durch eine einfallende seismische Welle, wären ja die schweren Veränderungen von so einem Gravimeter, weil es ja im Nanometer pro Sekunde Bereich arbeitet, auch messbar. Das heißt, so ein Gravimeter, wenn eine Erdbebenwelle eintrifft, misst auf jeden Fall, dass es selbst schwingt durch die Höhenveränderungen, die ja die von so einem supraleitenden Gravimeter auch klar messbar sind. Das heißt, es ist quasi auch ein Seismometer, erfasst also Schwingungen der Erde durch Erdbeben zusätzlich zu seinem Seismometer. Ich meine, das weiß ich aber nicht genau, ob die Genauigkeit sogar vergleichbar ist. Und eben sehr langperiodische Dinge wie Eigenboden des Erdkerns oder Krustendeformation durch Veränderungen von Ozean und Atmosphäre. Das sind so alles Fragestellungen, die eben die hohe Empfindlichkeit und Langzeitstabilität ausnutzen können. Da habe ich Ihnen mal so ein Bild mitgebracht, was so schwere Effekte sind über verschiedene Zeitskalen hinweg. Also hier aufgetragen die schwere Wirkung selbst in Mikrogall bis Nanogall. Wir haben ja gesehen, dass die Wirkung, die schwere Veränderung, die so ein Gerät aufzeichnen kann, im Nanogall-Bereich liegen, also ein supraleitendes Gravimeter. Und genau, also Effekte im Minuten-Sekunden-Bereich sind natürlich Ozean, Meeresbewegungen, mehr im Bereich von Minuten und Stunden sind Eigenschwingungen der Erde, die durch große Erdbeben hervorgerufen werden können. Das wird sicherlich auch registriert. Tagesvariationen durch Gezeiten, hauptsächlich Sonne, Mond im Halbjahrestakt und Tagestakt durch die Bewegung der Erde einmal rum in einem Tag. Das sind hier Gezeiteneffekte. Monatliche Effekte, also auch durch Eigenschwingung der Erde und Jahreseffekte durch eben die Rotation der Erde an sich, also ein Chandler Wobble, also eine Polhöhenveränderung der Rotationsachse, sind so Effekte, die eben im Jahresbereich liegen, aber auch schwere Wirkungen erzeugen, die dann eben solche entsprechende Perioden haben. Genau, auch hier im Tageseffekt dann verbunden mit den Gezeiten sind auch sekundäre Eigenschwingungen im Erdkern, die auch entsprechende Peaks im Spektrum der schwere Veränderungen haben. Also das sind auch, die Erde wirkt also als komplexes Objekt, schwingt dann und da kann man verschiedene Schwingungsmoden auch im Kern zum Beispiel untersuchen, ob der Kern sozusagen eine eigene Frequenz aufweist. Das sind also Fragestellungen, die man durch solche supraleitende Gravimeter dann beantworten kann oder zumindest untersuchen kann, weil man die Auflösung und die Langzeitstabilität hat. Genau, dann noch ein, das ist also eine punktuelle, hochgenaue, langzeitstabile Messung. Gibt es noch? Satelliten haben wir schon gerade ausführlicher besprochen durch die globalen Anomalien, Freiluft und Bogee und auch das Geoid, was wir letzte Stunde hatten. Das wird also mit Satelliten vermessen und ein früheres Satelliten oder ein Satellitenpaar, was immer noch fliegt, ist GRACE. Das sind also zwei Satelliten, hier mal als Bild dargestellt, die in einem Abstand von 200 Kilometer sich bewegen und es werden Bahnstörungen dieser beiden Satelliten vermessen. Wenn wir also annehmen, das sei jetzt mal die Flugbahn dieser beiden Satelliten, das Satellitenpaar fliegt also über den Himalaya hinweg, haben wir gerade gesehen, ist das eine starke ausgeprägte Bogee-Anomalie im Himalaya, weil es isostatisch ausgeglichen ist.
Hier sei mal die Topografie aufgezeichnet dieser Flugbahn und hier der Abstand zwischen diesen beiden Satelliten. Dann würden wir hier eine Veränderung des Abstandes messen, wenn wir also eine Veränderung der Schwerewirkung in der Erde haben, weil wenn der erste Satellit sozusagen über eine Anomalie hinwegfliegt, wird er beschleunigt oder abgebremst, je nach Anomalie. Wenn es also eine positive Anomalie wird, er beschleunigt, wenn er negativ wird, er eher abgebremst. Jedenfalls, wenn der erste Satellit an die Anomalie kommt, wird die Beschleunigung, die Geschwindigkeit verändert und entsprechend der Abstand zwischen diesen beiden. Wenn dann beide darüber hinwegfliegen, bleibt er vielleicht konstant oder verändert sich auch geringfügig, je nach Veränderung der Schwerewirkung hier. Jedenfalls ist das Maß des Abstandes eben kann man umrechnen in ein gravitatives Signal aus dem Erdinneren. Diesen Abstand kann man durch Mikrowellen ziemlich genau messen, auf 100stel Millimeter genau, sodass man das dann eben umrechnen kann in eine Schwerewirkung. Hier mal, das ist der Abstand, glaube ich, zwischen diesen beiden, also die Abstandsveränderungen beim Überflug über den Himalaya. Und wenn man das eben für verschiedene solcher Profile macht, kann man eben dann die Schwerewirkung global sehr genau vermessen. Die machen also 15 Erdumläufe pro Tag in einer Höhe von 450 bis 500 Kilometer. Die fliegen also immer noch. In der Höhe ist also die Reibung gering, sodass da also quasi über lange, lange Zeiten hinweg diese beiden das Schwerefeld vermessen können. Etwas genauer kann man das mit einem anderen Satelliten oder hat man das mit einem anderen Satelliten gemacht, GOES. Der flog in geringerer Flughöhe. Das ist auch günstig, weil man dann die Auflösung einfach verbessern kann. Werden wir gleich auch noch mal kurz sehen. Bei größeren Höhen ist einfach die Rekonstruktion der Schwere an der Erdoberfläche ungenauer, als wenn es eben sozusagen dichter an der Erdoberfläche selbst gemessen wird. Aber durch die geringere Flughöhe konnte also GOES nur 4 Jahre fliegen und ist dann abgestürzt. Das ist hier so eine künstlerische Animation des Satelliten. Ist jetzt ein Satellit und das Messprinzip ist auch jetzt ein anderes. Und zwar ist am Massenmittelpunkt eines solchen Satelliten, also eines Objektes, das also sich in der Erdumlaufbahn befindet, am Massenmittelpunkt ist die Schwerewirkung gleich Null. Da haben wir also einen schwerelosen Zustand. Und jetzt hat man um diesen Massenmittelpunkt herum in einem Abstand von einem halben Meter Beschleunigungssensoren aufgestellt in 3 Raumrichtungen, sodass man horizontal und vertikal den Schweregradienten messen kann. Ist also quasi dann eine punktuelle Messung. Die Schwereveränderung um den Massenschwerpunkt herum wird also gemessen und es werden die Gradienten, Veränderung in den beiden horizontalen und vertikalen Richtungen gemessen. Dazu werden eben 6 solcher Beschleunigungsmesser um diesen Massenmittelpunkt, wie gesagt, im Abstand von einem halben Meter symmetrisch angeordnet und misst dann den Gradienten in 3 Raumrichtungen, also horizontal und vertikal der Schwere. Kann die räumliche Auflösung durch die geringere Flughöhe um den Faktor 2 etwa verbessern gegenüber diesem Gray-Satellitenpaar. Das als Beispiel für Satellitenmessungen, die eben, wie wir gerade auch schon gesehen haben, interessante Aussagen machen können über Veränderungen im Erdinnern, auch wie wir auch tektonische Verschiebungen, Gebirgswurzeln und so weiter, ist also ein sehr spannendes Gebiet, was heute da durch die Satellitenbeobachtung möglich ist. Dann gehen wir jetzt wieder zur Erdoberfläche. Ganz kurz noch 2 Beispiele.
Genau, jetzt begeben wir uns mal wieder an die Erde, messen also an der Erdoberfläche und wollen ja letztlich solche Dichteanomalien hier rekonstruieren. Und da hat man jetzt ja solche entsprechenden Anomalien, die man aufzeichnet. Nehmen wir mal an, was man vielleicht aufzeichnet, wenn das mal Delta X ist. Das sei jetzt mal hier die Profilentfernung Delta X. Und dann würde man die Bouguer-Anomalie mal aufzeichnen über so ein Profil. Und da hat man vielleicht, naja, vielleicht sogar so wie hier, wenn da also eine positive Masse ist, also eine hohe Masse im Untergrund, hätte man jetzt eine positive Anomalie der Bouguer-Schwere über diesen Profil gemessen. Okay, und jetzt will man das auswerten. Das heißt, man will ja diese Messpunkte hier in ein Dichtemodell umrechnen. Das heißt, man möchte ja aus diesem, ich nenne es mal Delta G B als Funktion von x und jetzt in einer gewissen Tiefe Z0. Z0 sei jetzt mal das Bezugsniveau hier. Ich habe ja alles bei der Bouguer-Schwere schon auf das Bezugsniveau korrigiert. Umrechnen in eine zweidimensionales Dichtemodell. Wenn ich also nur entlang eines Profils messe, kann ich das vielleicht in einem Vertikalschnitt rekonstruieren. Wenn ich jetzt flächenhaft messen würde, also hier noch Y, dann hätte ich auch die Chance, das auch dreidimensional zu rekonstruieren. Genau, und da schauen wir uns jetzt noch zwei Beispiele an. Was man jetzt dazu macht, ist, dass man das Dichtemodell häufig in Schichten aufteilt, also vielleicht solche Schichtungen annimmt oder Objekte, Prismen, Quader oder so, die eine gewisse Dichtestruktur haben. Ja, also Schichten oder Objekte, das Modell eben sozusagen so im Computer abbildet und dann die Parameter für dieses Modell, sei es die Mächtigkeit oder die Position solcher Objekte oder auch die Form solcher Objekte, variiert, so lange bis die synthetische Antwort meines Computermodells mit den Messdaten übereinstimmt. Also das ist dann der Prozess der Inversion oder Rekonstruktion. Und dieser Prozess ist rechentechnisch jetzt nicht so aufwendig. Man muss dazu nur quasi die Schwerewirkung dieser einzelnen Strukturen summieren. Allerdings häufig mehrdeutig. Das heißt, es gibt viele verschiedene äquivalente Modelle, die meine Messdaten gleich gut erklären können. Das ist so ein grundlegendes Problem von allen Potentialverfahren, dass also die Modelle häufig ja nicht sehr eindeutig sind, sodass man auch zusätzliche Informationen oft berücksichtigen sollte, um wirklich zuverlässige Aussagen machen zu können. Ich hoffe, ich bin jetzt den Gravimeter-Experten unter Ihnen nicht zu nahe getreten. Ja, also zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben, schauen wir uns mal die Schwerewirkung einer Kugel an. Also wenn wir mal annehmen, wir haben jetzt unter dem Bezugsniveau eine Kugel und wollen uns dazu die Anomalie anschauen, gibt das so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie solche Anomalien aussehen können. Also im Prinzip ist das auch analytisch berechnet. Wir haben also hier drei Kugeln, rot, blau und grüne Kugeln, die beide sozusagen anstehen. Also die Oberkante dieser Kugeln steht an und unter dem Bezugsniveau, haben verschiedene Radien auch oder verschiedene Durchmesser, aber alle die gleiche Dichte. Und das ist die Bouguer-Schwere, also die Anomalie dieser Wirkung dieser beiden Kugeln. Wenn wir also die große Kugel mal nehmen hier,
Dann haben wir also ein starkes Signal, weil einfach wir eine hohe Masse, große Masse haben, die also ein schweres Signal erzeugt, aber durch die Größe der Kugel eben auch eine starke Seitenwirkung nach links und rechts, sodass die Anomalie eben lateral auch sehr ausgedehnt ist. Eine kleine Kugel, anschaulich, klar, hat insgesamt erstmal weniger Masse, insgesamt, die zum Schweresignal beiträgt. Das heißt, die maximale Amplitude der Bouguer-Schwere ist deutlich geringer und auch die räumliche Ausdehnung ist deutlich geringer. So korreliert also die Amplitude häufig auch mit der Ausdehnung. Also hohe Amplituden und große Ausdehnung deuten eben auf große Körper hin. Kleine Anomalien in der Amplitude und geringe laterale Ausdehnung der Anomalie deutet auf einen kleinen Körper oder auf einen oberflächennahen Körper hin. Also das sieht man genau. Das ist so ja, ein Beispiel für solche eine Anomalie. Und dann noch zwei kurze Beispiele. In Schloss Freudenstein haben wir mal so eine Messung gemacht. Das Schloss liegt in Freiberg und da wurden also Messungen im Schloss Hof durchgeführt. Und hier dargestellt ist jetzt schon die Bouguer-Anomalie. Hier befinden wir uns also im Schlossgebäude selbst, dann hier im Hof und dann gibt es hier noch einen Schlossgraben, der also dann wieder ein schweres, negatives schweres Signal erzeugt. Und diese kleinen Anomalien hier, die konnten wir also mit einer Mauer in Verbindung bringen. Und hier ist also eine verfüllte Zone, die also geringere Dichten aufweist und hier als negative Anomalien zu erkennen ist. Genau, hier ist das Tor, hier der Schlossgraben, hier das Gebäude selbst. Also wir haben in der Mikrogravimetrie sozusagen kleine Anomalien, die durch hohe Dichten oder geringere Dichten im Schloss oder damit in Verbindung gebracht werden konnten. Genau, für die Prospektion von Kohle ist es auch anwendbar. Hier Karten der Bouguer-Anomalie, die also hier lokal begrenzte Anomalien zeigen, Minima in der Bouguer-Schwere. Und die können dann mit dem Verlauf des Kohleflözes im Erdinneren in Verbindung gebracht werden. Wenn also das Kohleflöz eher ansteht, haben wir also eine ausgeprägte Anomalie. Dadurch, dass es eben nah ist am Messpunkt, wirkt das eben als eine negative Anomalie in der Bouguer-Schwere. Genau, aber zur eigentlichen Rekonstruktion müsste man eben des Verlaufs des Kohleflözes, müsste man eben diese Inversion durchführen, um dann eben die kompletten Messdaten anzupassen. Gut, sind wir schon heute etwas früher fertig. Machen wir noch die Zusammenfassung. Was haben wir gesehen? Also wir haben schwere Anomalien nochmal wiederholt zu Beginn. Freiluft- und Bouguer-Anomalie definiert hier. Freiluft-Anomalie führt also alle Korrekturen durch, bis auf die Korrektur der Wirkung der Gesteinsschicht, die dann nochmal in der Bouguer-Anomalie gemacht wird. Diese Freiluftanomalie haben wir gesehen, korreliert mit der Topographie, dadurch, dass eben diese Wirkung der Gesteinsplatte noch nicht durchgeführt wird, ist also die Massenwirkung des Gebirges selbst sozusagen noch in der Freiluftanomalie enthalten. Die ist in der Bouguer-Anomalie nicht mehr enthalten. Also ein Effekt, zum Beispiel ist beim isostatisch nicht ausgeglichenen Gebirge, zeigt die Freiluftanomalie korreliert die stark mit der Topographie und die Bouguer-Anomalie zeigt keine ausgeprägte Anomalie, dadurch, dass eben keine Gebirgswurzel bei einem isostatisch nicht ausgeglichenen Gebirge vorhanden ist.
also die gemeinsame Interpretation, aber die eigentliche Aussagekraft liegt in der Bouguer-Anomalie, die zeigt eben laterale Dichterveränderungen unterhalb des Bezugsniveaus an. Kann man also global sich anschauen, haben wir gemacht, oder auch zuletzt in der Mikrogravimetrie sehr kleinräumig. Genau, dann haben wir noch uns mit schweren Messungen selbst beschäftigt. Absolutgravimeter können die absolute Schwere messen. Zum Beispiel im Fallversuch gibt es auch entsprechende Gravimeter, die dieses Prinzip umsetzen. Das Federprinzip zur Messung von lateralen relativen Veränderungen der Schwere wird im Lacoste-Romberg-Gravimeter bei supraleitendem Gravimeter auch, weil da ist ja die Wirkung der Feder ersetzt durch das Magnetfeld und auch in Satelliten umgesetzt. Genau. Diese supraleitenden Gravimeter haben eine sehr hohe Langzeitstabilität und sind sehr hochgenau. Damit können also vor allen Dingen langperiodische Effekte auch gut studiert werden. In den letzten 10 Jahren hat also die Messung mit Satelliten, die globale Vermessung des Schwerefeldes mit Satelliten auch sehr viele wichtige Erkenntnisse über die Dynamik der Erde als Ganzes geliefert. Insbesondere auch kleinräumige tektonische Verschiebungen nach großem Erdbeben haben einen Schwereeffekt, den man in Satelliten beobachten kann, was ja sehr interessant ist zumindest. Und zum Schluss haben wir noch Mikrogravimetrie angeschaut. Also wenn wir eine kleinräumige Dichteveränderung haben, Hohlräume, Mauern, nicht verfüllte Strukturen, kann man das über solche kleinräumigen Schweremessungen auch in der Anomalie der Bouguer-Schwere sehen. Dankeschön.